Ah, verpiss dich. Aua! Banzai! Doch um ihn wurde ein Schleier gewirkt. Da unten ist Lava. Genau wie ich dachte. Leraia wusste, dass ich hierher kommen würde und hat uns ein Hindernis in den Weg gelegt. ja. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt, wenn du da schwingst. Sehr da reingekommen. Ich weiß, ich hab's gesehen. Jetzt bist du dran. Ne? Geh da einfach rum. So. Aha. Da müssen wir nicht, glaube ich. Oh Gott. Ich hab uns ein Hindernis. So ein Scheiß. Du hast mich geschubst. Hast du mit dem geredet? Nö. Wo ist er denn? Kann das sein? Ich lebe! Tatsächlich! Auf diese Ruinen wurde ein Schleier gewünscht. Jetzt genau bist du tot. Wie ich dachte. Er hat eine Peitsche da. Und Feuerart. Wie? Aber hat er auch Feuersphäre? Ja, die Pfeife. Der kommt mit seinem billigsten Scheiß an. Ja. Was soll das denn heißen? Das ist awesome. Wir kämpfen gerade noch gegen irgendwas, wir haben uns wegteleportiert. Der Schleier hat das sieht awesome von Fallen vor uns verborgen gehalten. Wir müssen uns mit äußerster Vorsicht durch diesen. Wir müssen uns mit äußerster Vorsicht bewegen. Ja, ich bin mich gerannt, der rennt auch einfach da durch. Wir müssen diesen Schleier entfernen, wann immer ihr es seid, mein Freund. Ich trinke alles und gehe überall rein. Aua, warum explodiert er, wenn ich da reingehe? Hoffentlich war's das jetzt mit dem Schleier. Mal sehen, ob wir jetzt... Jetzt kannst du die Tür kaputt hauen. Ja. Die nächste Zeit aktiviert. Bis der Blitz ja nicht ausweichen muss. Gut gemacht, mein Freund. Wir sehen ich hab die Tür... Jetzt kannst du die Tür kaputt hauen. Ich glaube, dass das, wonach wir sind. Oh, Bücherregal. Das muss es sein. Er lag bestimmt die ganze Zeit hier. Unglaublich. Als hätte es die ganze Zeit auf uns gewartet. Ich frage mich. Steck doch mal in dem Buch. Echt wahr. Ich habe nichts bekommen bis jetzt. Ne. Leck mich. Bücher sind scheiße. Bemerkenswert. Es scheint ein. Der Buch steht bestimmt, wenn du stinkst. You suck, bro. Suck it, bitch. Na, Daniel, hast dich gut beschenken lassen. Ja. Oh, verdammt nochmal. Willst du mich verarschen? Ja, ich geh jetzt da rein. Hast du überhaupt Dinger? Weiß ich nicht. Ja, ich hab welche. Ja, dann gucken wir jetzt mal. Klasse. Ja, ich glaube, ich habe gar keine mehr. Oh. Ich habe einen jetzt gerade verschwendet und irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, keine mehr. Das Haus ist verschlossen. Warte. Wahrscheinlich geht das nicht, wenn nur ich reingehe und die Mission abschließe. Aber na! Oh, machen wir mal. So. Dafür werdet ihr euch. Halt's Maul da draußen. Ich bin da drin. Oh, sehr gut. Aber schon mal hier sind. Eine Schatzkarte, hey. Boah, halt das bloß, ey. Hol den Elfen-Tarnstab. Wie sieht denn das aus? Da ist eine Streuhütte, da ist Heu überall und da ist ein Kreuz und Wolken. Willst du ein Festhaarband? Und was? Das ist ja voll technologisch high entwickelt, dann ein unkippbarer Becher. Ja. Ein Becher, den du nicht umkippen kannst. Geil. Ich hab ein Rezept für Melonengelee gefunden. Kennt ihr aber schon.
Die Alt-Kargons. Boah, ich hasse sowas immer. Ey, diese ganzen ausgedachten Wörter und Namen. Wo kommt der? Es Also, sind okay. zwei sogar. Weil kommen ganz viele. Guck mal. Der eine reitet auf ein Reh. Ja, das ist neu, das kann man sich kaufen. Alter, der hat ein Kamel. Ich glaube, wir schaffen das locker. Dann geht mal rein. Nicht du. Ich wollte Point schreiben, aber okay. Nein, ihr werdet mir meine Enkel nicht zerstören. Ah! Einer ist schon gestorben. Macht der echt geil, ich bin schon tot. Ja, vielleicht nicht zu nah an den herangehen. Das ist so viel, ich weiß nicht, wen ich angreifen soll. Bleib lieber weg. Ich war mit einem Schlag tot. Oh. Nein, den Boss will ich nicht an mich heranziehen. Ich bin tot. Sind drei Bosse, merke ich gerade. Bisse. Bin tot. Ja. Nein, ich meine, wo du jetzt gelandet bist. Irgendeinem Bildschrei. Guck mal, ob ich deine Krone. Versuche ja am Leben zu bleiben. Sogar bis ich da bin, sind die sowieso schon besiegt hier. Nee. Ich bin ein bisschen zu viel durcheinander da, weißt du? Ich weiß gar nicht, wen ich angreifen soll. Bin da. Ich bleibe jetzt hinten. Ich habe keinen Bock mehr zu brecken. Bams. Abgeschlossen. Yeah. Voll unverdient. Ach, was soll? Gamble und Der Gamble. Unterbau. Macht euch bereit. Wir Der werden nennt sich auch unsere Keller, du Wasser. Pisser. Mein Gott, warum ist denn hier eine Höhle unter dem Haus? Ey. Der Innenarchitekt gehört verprügelt. Ja, ein bisschen so viel Minecraft gespielt. Ja, genau. Siehst du gleich so voll verpixelt, wie der hier irgendwas baut. Ja, warum lädt das so lange? Okay, wollte schon sagen. Sura Kisandra. hat das getan? Sie hat einen Dedra-Fürsten beschworen, um. Ja, die Mutter Nun. ist auch eine Schlampe. Ist das ein Oblivion? Bei Er ist noch ein Senders Ding. Gnade! Mein Gott, was haben die in ihrem Keller? Oder Satanistentreff hier, hier sitzt, weiß ich Das nicht. ist aber nicht Standard Innenausstattung hier. Geh doch von dem Feuer da weg, du Pisser. Der geht da direkt hin. Was ist denn das? Das schreit gar nicht so nach Blutopfer oder so, ey. Becken der Erde, Daniel. Hier ist das Becken der Erde. Da schwimmen wir jetzt drin. Wo ist denn das ein Becken? Fehlgeschlagen. Die Einstimmung ist gescheitert, was? Was muss man denn hier machen? Auf deine mindere Einstimmung. Müssen wir das hier gleichzeitig aktivieren, oder was? Becken der Flamme benutzen. Was habt ihr gerade getan? Es wird heiß hier drüben. Dann geh doch da weg, ey. Wo ist denn das hier heiß? Das Feuer war schon vorher da, du Pisser. Das tut mir noch nicht mal weh. Ja, bei dem schon. Warum steht der denn da? Ey, ich würde gar nicht vor so einem gruseligen Teil stehen wollen. So, Becken der Erde. Die Luft. Junge, geh Füllt da sich mit weg! Staub. Na da. Und das letzte Teil da, das ist das Becken des Wassers, oder? Das ist im Wasser. Das ist das Wasser. Das Becken des Wassers, ja. Warum ist denn das ein Becken? Weißt du, Becken muss ich? Für mich ist das einfach ein flacher Fels, ey. Und Ah. ob ihr nicht wusstet. Ah, toll, jetzt haben wir den Teufel beschworen. Ach Mann. Schon wieder? Oh. Ich hab ja auch langsam die Schnauze voll. Boah, das kitzelt schon, oh Gott, ey.
Oh mein Gott, ich bin in der Hölle. Wo ist denn die hier? Wie hat die denn dieses komplizierte Ritual durchgeführt? Ey? Dann uns Stunden genommen. Geil. Wie ist der Teufel? Geh von dem weg da weg. Ah. Ich hab doch gesagt, geh da weg. Ich nicht, ich kann nicht. Bist du das? Ja. Hörst du schon wieder auf, ey. Ein Hochzeitsschleier. Dich kann man nicht allein lassen, oder? Aber. Was hast du denn auch? Gar nichts. Frederik. Also mit meinem Panda-Helm, ne? Fass mich nicht an. Bei deinem Bart guckt einfach nur so. Fass mich nicht an, fass den auch nicht an. Ignoriere die Käfer da drin. Alter! Berühr! Bitte! Mama, der fasst mein Bart an! Also unser Harem, ja. Oh, das ist ein Spieler. Er hat die Schnauze voll. Wie sitzt du denn da? Kann man auf den sitzen? Das sieht episch aus, Daniel. Ich mach mal mit, ne? Ja, bleib weg da. Ich schieß schon die ganze Zeit darauf. Oh Gott. Daniel, geh weg da. Ich geb dir ein Stück. Wie hält der andere dann alles aus, ey? Wissen dann, was da bigger sind, Junge. Wie ich einfach nur daneben stehe und einfach so mit dem Schwert und gar nichts treffe. Ja, ich mach voll mit und so, ne? Ich helfe euch voll. Ja, die eine ist tot. Die hat einen Schlag weggefetzt. Das war geil. Ja. Yeah. Yes. Ich kam mir vor wie so ein Typ irgendwie, den man fragt, ob man irgendwie ein Auto schieben kann und mich einfach nur so daneben laufe und überhaupt nichts mache. Hast du überhaupt irgendwas gemacht? Nee. Hier ist eine Truppe. Ich gehe vielleicht auf das Boot drauf, um die zu öffnen. Der frisst halt nach Brot, das ist in Mode. Bart, was liegt denn da auf dem Bett? Ich sehe einfach nur im Hintergrund, Daniel, du weißt, was das heißt. Ich habe mich gefragt, wann hier Aufklärung. Reicht das nicht? Geh weg, ich war schon heute einmal nackt. Aber wenn es um Schmugglertunnel geht, dann gibt es wohl ein oder zwei Sachen, die ich euch noch beibringen kann. Ich bin mir nicht sicher, was ich darauf sagen soll. Nochmal? Warum findet ihr nicht heraus, wovon... Ich muss schon sagen, Darien hat wirklich ein Händchen. Nun, die Chefin der... Kennst du die? Nö. Ja. Ich dachte... Da, wo ist mein Brot? Da ist mein Brot. S-Duell. Echt jetzt? Ich will auch. Warum musst du... Wieso musst du denn dafür nackt sein? Keine Ahnung, da ist auch nackt dabei. Willst du nicht, dass das Brot dich vollschmiert mit Blut, oder was? Okay, Daniel, du willst jetzt so. Du willst jetzt so. Okay. Was denn? Das geht nicht. Ihr kotzt mich da an, ey. Ey, das ist doch so zum Kotzen. Ihr seid doch nur eine Bande von Spaß. Er hat damit angefangen. Sieht er sich jetzt auch aus?
Habe mich auch gefragt. Der guckt sich die nackte Frau an, Daniel, guck mal. Ja. Warte mal, ja, ich guck dir das mal an. Jetzt bist du vor der, oder? Guck mal, der zieht sich da noch rein. Ma, geht der weg, ey. Wollte mich so hinter den stellen. So, essen. Und ich bin nackt. Die können keine Äpfel machen, aber ein Arsch. Was machst du denn da? Boah, Daniel. Was denn? Was mach ich denn? Aus meiner Perspektive, da vorne liegt hier eine halbnackte Frau. Du drehst dich mit dem Rücken zu ihr und wühlst irgendwie mit deinen beiden Händen da. Jetzt müsstest du nur noch nackt sein, Alter. Hey. Sieht ja so gestört aus, ey. Ich sehe einfach nur deinen Rücken da und da vorne fummelst du irgendwie mit deinen Händen, ey. Was? Alter, du bist da. Was hast du gemacht? Was hast du da an? Ja, meine Hosen ausgezogen. Was ist das? Mach das weg. Hab ich doch schon. Und jetzt musst du dir in den Sack fassen. Stehe ich mit dem Rücken zu dir? Ja. Jetzt würde ich gerade an meine Hose, oder was? Ja. Ja, so sieht das aus. Sehr gut. Vor allem mit der Maske auch noch. Kann man die ansprechen?